Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Mein Name ist Marcel Davis von... Nein, mein Name ist TechWorthMania. Mein Name ist Bifona. Und wir begrüßen euch hiermit ganz herzlich auf einer ganz besonderen Map. Von einem ganz besonderen Menschen. Jawohl. Ja, ihr kennt ihn alle, ihr liebt ihn alle, wir lieben ihn auch. ja. Ja. Ja, natürlich vom guten The Joecraft. Jawohl. Und das ist wie gesagt eine Map, die ist jetzt schon ein bisschen älter. Die wurde 2016 bis 2018 von ihm erbaut. Das ist der Whetstone Freizeitpark. Und wir haben ihn leider nicht in der 1.15 zum Laufen bekommen. Deswegen mussten wir jetzt gerade ein bisschen rumfrickeln. Und ihr seht, es ist die 1.12.2 links oben. Vanilla. Und ja, es... läuft soweit, wenn wir das beurteilen können. Wir sind natürlich nicht reingegangen und haben uns gespoilert vorneweg zum Testen, sondern wir sind hier vorne geblieben und die Map ist da und ja. Genau, wir haben uns gedacht, wir haben jetzt Zeit. Es ist nämlich gerade die große Corona-Krise. Das heißt, wir sitzen den ganzen Tag nur zu Hause und haben nichts zu tun. Ja, ja, halt und auch noch da kann man nochmal Minecraft spielen. Gerade so und da hat man nichts Besseres zu tun, als Minecraft zu spielen. Das sieht sehr, sehr cool aus da hinten mit der mysteriösen Ecke. Man weiß nicht, was hier ist. Ich will hier rein. Vielleicht ist es die Gruft, hier sind vielleicht die Gebeine. Hey! Was? Ups! Hey. Ey! Wollte ich einsperren. Ja, das habe ich mir schon, ups, habe ich mir schon gedacht. Aber das ist eine coole Idee. Man sieht es gerade so nicht, die Lichtquelle da hinten. Schön gemacht. Hat er das alles selber gebaut? Also auch selber designt? Nee, es ist das Bauteam von Darkenia hier dabei gewesen. Ah, okay, okay. Das ist aber alles in der Videobeschreibung verlinkt, so wie es das muss. Es gibt hier ganz strenge Auflagen vom The Joecraft, was in die Videobeschreibung muss. Und ja, das ist ja auch richtig. Ja, ist auch absolut richtig. Vollkommen nachvollziehbar. Und da schaut einfach mal in die Videobeschreibung rein. Da steht alles. Da steht auch, wo ihr die Map herbekommt, falls ihr selber spielen möchtet. Wer hier mitgebaut hat, wer hier mitgewirkt hat. Und da ist natürlich auch das Copyright für The Joecraft drin. Und dass das auch alles rechtens ist, was wir hier machen. Hier ist ein Knopf. Das sind überall Knöpfe. Aber ich glaube, das sind die Kieselsteine. Ich will, dass der Knopf etwas tut! Ich könnte natürlich spekulieren. Also ich würde das so einbauen, dass irgendein Knopf macht irgendwas. Okay, wir müssen jetzt alle Knöpfe durchprobieren. Rezepte verfügbar, ja. Freunde, jetzt habt ihr ein Problem. Wir probieren jetzt alle Knöpfe durch. Das ist ja immer noch besser als Essen sammeln. So. cool, the burnt area with water. Was ist denn hier? Ein Trichter? Müll. Müll. Ich habe keinen Müll. Was? Hier sind ganz viele Smaragde. Also, was steht hier? Schmeiß ein Item rein und schau, was passiert. Schmeiß dich da gleich rein. Schmeiß irgendein Item rein. Hast du eins? Nö. Hast du jetzt was ausgelöst? Ja, die Klappe ist aufgegangen. Ja, das wird ja nicht der Sinn der Sache sein. Ich nehme jetzt mal einen Puzzle-Block. Puzzle. Ein Item, ne? Obwohl das ist ja ein Block, ne? Ich nehme den Knopf. Es ist irgendwas passiert, aber ich weiß nicht was. Wasser ist herausgekommen. Wasser! Jetzt hört das Wasser wieder auf. Wow. Ich tue nochmal was rein. Ja, wieder Wasser. Okay. Das ist wahrscheinlich die Reinigungsanlage. Bevor man den Freizeitpark betritt, muss man sich reinigen. Reinigung. So. Früher hat man jetzt gesagt, reinige dich, du von Schmutz und Sünd beladenes Weib. Hier oben, da weise ich gerne darauf hin, da wo die ganzen Bilderrahmen sind, da müsste eigentlich Freizeitpark ganz groß in Custom Maps stehen, aber hier kommt noch etwas hin. Oh, Entschuldigung. Ich weiß gerade nicht, also das ist jetzt die Version, die ich mir mal runtergeladen habe vor einem Jahr. Ich bin mir nicht sicher, ob das nochmal geupdatet wurde, aber in dem Review, den The Joecraft gemacht hat, stand da oben Freizeitpark. Okay. Kann sein, dass das... Ja, dann stellt euch das jetzt bitte vor. Das vor, wird wie auch hier kein Problem Freizeitpark sein. Steht. Ja, gut. So, was haben wir denn hier? Eintritt frei! Mich interessiert mal noch was anderes.
zur Turmspitze. Warte mal, hier kommt man, hier kommt man doch auch. Was ist denn hier? Hier ist nicht, hier ist keine Idiotensicherung. Das nutzt sich doch mal schamlos aus. Wo kommt man denn hier hin? Aha! 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 Was sehe ich denn hier? Doch nicht etwa den Rand der Map? Und ich könnte mich hier natürlich daran laben. Okay. Oh, sieht das schön aus. Noch nicht so viel angucken. Erstmal schon mal. Es sieht aber schön aus. Es sieht schön aus. Fast so schön aus. Wie unsere Map. Wow, boah, wir waren doch nicht mal hier drin. Nein, es sieht wow. Also es sieht wirklich beeindruckend aus. Ach so, das ist gesperrt. Okay. Schön. Aussichtsturm, da will ich natürlich gerne mal mitfahren. Zugtransfer. Ich steig mal ein. Auch eine Bahn. Oh Gott, was stand da dann? Ich wollte es sehen. Wow. Okay, da war ein Schienen- und Weichensystem. Zurück zum Hauptwagen, bitte einsteigen. Die Fahrt startet voll automatisch. Du. Ein Zug da, bitte warten. Ein Zug wird kommen. Zurück zum. Wo? So, wenn du jetzt. Ach, die Züge tauschen sich jetzt. Jetzt kommt ein neuer. Ah, okay. Okay. Ah. Okay, wir sind jetzt am Aussichtsturm. Moment mal, das sieht. Ich habe gerade ganz kurz gedacht, das sieht fast genauso aus wie unser Schienensystem. Mit den Wänden. Das kann nicht sein. Oh Mist, ich habe mir keine Emeralds mitgenommen. Was hast du nicht mitgenommen? Keine Emeralds. Ihr braucht mal Emeralds schon. Hehehehe. Hast du welche? Nö. Ich habe es mir nicht getraut. Na gut, dann hole ich mir jetzt mal ganz welche. Kannst du mir welche mitbringen? Ja, hier. Oh. So meinst du das? Okay, ja, danke. Ich weiß natürlich nicht, aber was Specials-Markte sind. Die hier sind, glaube ich, anders. Ich geh runter, ich hol welche, ich bring dir welche mit. Gut. Obwohl, nee. Bin mir nicht sicher, gerade? Ja. Obwohl, es könnte doch die gleiche Nummer gewesen sein. Ich weiß es nicht. Das sind genau dieselben Smaragde. Okay, ja, sorry. Oh, ich sehe da einen Regenbogen. Admin im Eingang. Okay, ich nehme da mal welche mit. Habe ich jetzt einfach so geklont? Jawohl. Oh Gott, wir haben so lange mit Minecraft nicht mehr gespielt. So, oh. Ein Zug wird kommen. Ach doch. Ach stimmt. Dadurch, dass wir jetzt in 1.12 spielen, habe ich jetzt mich gewundert, warum das hier die Commands unten nicht vorgeschlagen werden. Aber das ist ja erst später gekommen. So. Oh ja, habe ich. Überschütte mich mit Edelstein. Danke. Wie haben sie denn das jetzt? So oder was? Ah. Hä? Cool. Nehme ich. Wie haben sie denn das gemacht? Das ist ein Cauldron. Und der ist gesperrt einfach. Der ist einfach gesperrt. Da wird der Trichter da drunter wird bestimmt einsaugen. Ja, genau. Aber das haben sie anders gemacht. Hier ist wirklich der Block gesperrt über diese Ingame-Variante. Und die anderen Blöcke, die sind quasi gar nicht antastbar. Das ist quasi anders gemacht über irgendwelche anderen Sachen. Naja, aber das ist doch bei einem. Aber das gibt doch tatsächlich immer dieses verschlossene Geräusch. Naja, aber du musst doch dieses. Oh, wie heißt das Kelch-Ding? Wie heißt das? Das da. Cauldron. Kessel. Kessel, danke. Oh, das musst du doch nicht verschließen. Aber du kannst es sperren. Ah ja, gut, ja. So, guck. Tada! Okay. Aber das ist ein richtig. Ach, egal. Die Mysterien sind Leben. Uah. Oh, da ist ein Riesenrad. Ich sehe es nicht. Boah. Da sind Pilzsachen und da unten sind Pferde. Okay. Das erinnert mich dezent an unsere Map. Also gerade das mit der Achterbahn da. Ja. Aber der Beweis liegt ja auf der Hand. Wir reviewen ja den Freizeitpark, nachdem wir. Ja. Also wir haben uns die Map hier wirklich noch nicht vorher angeguckt.
Wir hatten es immer vor, aber haben es nicht getan. Oh, da krabbelt mir der Nase, es tut mir leid. Allergikerzeit. So. Gut. Wollen wir mal? Ja. Was ist denn da oben? Moment, du darfst da nicht hinfliegen. Aber hier oben ist was. Hier oben ist eine. Hier ist was. Was ist das denn? Na, das ist mein Haus. Aha! Aha! Das ist ja interessant. Hier ist ein Plagegeist-Spawner, der spawnt. Golden Apples. Daher kommen also die Golden Apples. Ach, was? Ja. Die werden nachgespawnt. Okay. Aha. Die lassen Golden Apple fallen. Hier ist ein Sicherungssystem drin. Okay. Warte mal, die Lava vernichtet was? Was vernichtet sie? Den Überschuss. Okay, wenn hier Überschuss ist. Alles klar. Na ja, gut, das wird ein einfaches Tauschsystem hier sein. Aber warum haben wir denn jetzt den goldenen Apfel bekommen? Einfach so? Zum Snacken wahrscheinlich. Huch. Was? Bitte hier warten, ja, also ein neues Boot so kommt nach 40 Appetit Sekunden. Hab, dann was? Esse ich immer einen goldenen Apfel. Ach, das ist. Was ist denn das hier? Hier ist ein Ausweichsystem. Ich bin gerade hier kurz mit Booten. Achtung, bitte einsteigen, Fahrt startet vor. Sitzen wo bleiben. Wo bist denn du? Ich weiß nicht, wo du bist. Hier. Das, ich bin aber, das bei ist der wahrscheinlich Lava. Ein Ausstiegssystem, wenn hier irgendwas in der Bahn nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll. Wobei mich jetzt interessiert, was passiert, wenn ich hier reinsteige in dieses Boot. Ich steige jetzt mal in ein Boot. Ich auch. Ah, du bist auch mit drin. Ja. Bitte während der Fahrt nicht steuern. Achtung, fertig, los. Was ist denn das jetzt hier? Soll das so sein? Willkommen in die Höhle. Sollen wir hier sein? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Erzähl. Ach, es geht bestimmt gleich der Leiteffekt an. Achtung, fertig. Los. Oh, wow. Das habe ich mir gedacht. Wow. Wow! Wow, der Regenbogen! Alter, ist das cool. Das ist cool! Wow. Das ist toll, ich will nochmal! Wir sind, glaube ich, hier schon in was reingegangen. Was wir noch nicht hätten tun sollen. Mann, wir sind kleine Kronks, wir müssen das ändern. Hupsa! Aber wieso ist man... Einspieler, Aufzug. Okay. Ah, das ist so ein Aufzug, der hier Jumping macht. Okay. Ach, cool. Cool. Okay, wir sind hier wirklich wo wir noch nicht sein dürfen. Oh nein. Aber ich hab den bunten Sprungturm, nenne ich es jetzt mal, von oben gesehen, von dem Aussichtsturm aus. Okay, ich guck mal nicht viel nach rechts und links. Wir fliegen gleich mal senkrecht hoch und gehen wieder an den Eingang, okay? Okay, oh, ja. Okay. So, jetzt gehen wir an den Eingang und jetzt geht's mal offiziell los. Wir haben schon 13 Minuten verplempert. Da kann man schon mal hier. Ja, so, jetzt. Ich hab Müll. Ich hab Müll. Stimmt, Müll. Müll. Zack, Mülleimer. Gut. So. Ich hab jetzt so ein Key, hab ich jetzt mit. K. K. Card. Schön größer an der Stelle wieder mal. Boxlager, Schließfächer. Ticketshop. Oh Gott. Überfordert. Hier ein Spartipp. Einsatzkarte günstig im Ticketshop kaufen. Anstatt. Akzeptiere Einsatzkarte oder Smaragd. Hey, nein, komm. Erstmal nach rechts oder nach links. Nach rechts, los. Ja. Hier einen Moment warten. Ticket. Das normale Ticket wird also im Park benötigt. Ja. Die Einsatzkarte wird einmalig so in des Freizeitparks gebraucht. Die Bahnkarte ermöglicht das Fahren mit der Bahn. Die Essenskarte kann an einigen Buden gegen Essen getauscht werden. Aber eine okay. Essenskarte, okay, ja. Okay. Tür zu? Ein Moment? Nee, ist ja nicht so. Müssen wir hier nacheinander Ticket. Ich glaube.
Geh mal rein. Ich geh mal rein. Soll ich reingehen? Ja, ich geh mal rein. Schritt 1, bezahlen. Folgende Zahlung werden akzeptiert. Smaragd, Diamant, Gold. 1 Smaragd oder... was soll ich denn bezahlen? Ich will doch aber ein Ticket packen. Ich tue jetzt mal erstmal 1 Smaragd rein. Mal sehen, was ich dafür kriege. Schwupps. Das geht stimmt. Die geht zu, genau, jawohl. So, was... Oh Gott. Was habe ich denn... Ja, ja. Eintrittskarte zum Betreten des Einlasses. Paarangebot. 2 Eintrittskarten, 4 Tickets. Ja, nimm das, was, nimm was das. Was ist denn... So genau, 4. 2 Bahnkarte, 2x Essenskarte. Hungerangebot. 10 Essenskarten, 2 Bahnkarten. Travelangebot, Spaßangebot. Empfohlen Tagesangebot. 1 Eintrittskarte, 7 Tickets, 4 Bahnkarten. 7... Das ist gut. Spaßangebot, da hat man ganz viele Spaßtickets. Das ist sehr, sehr gut. Spaß, Spaß, Spaß. Oh, was nehme ich denn? Soll ich jetzt mal das Paar? Nee, ich nehme das Tagesangebot. Du kannst ja dann selber gleich nochmal löhnen. Mhm. Ich hätte gerne mehr Essen, ne? Ich würde auch gerne... Naja, komm, immer mal das Tagesangebot. Klick! Das ist natürlich praktisch. Ich komme in den nächsten Türen. Raum rein. So, jetzt darf ich nämlich reingehen. Du kannst schon. Oh, hier sind meine Tickets. Cool. Eintrittskarte, Bahnkarte, Ticket, Essenskarte. Cool. Das ist echt gut. Sehr, sehr gut. Also du hast jetzt das Tagesangebot genommen, ich habe das Tagesangebot genommen, ja. Oh ja, mit der Bahn? Nee, ich werde das Bahnticket, werde ich denke ich auch nehmen. Das Tagesticket, weil da Bahnkarten mit dabei sind. Das ist echt sehr, sehr gut gemacht, vor allem, dass die Hintergrundgrafik den Steinen entspricht. Aber ich glaube, dass dadurch, dass das hier geladen wird, cool. Ist echt toll gemacht, ne? Gefällt mir echt. Ich mag solche Wege und dann, dass das genau so durchgetaktet ist und man hier so einen kleinen Rundweg geht. Oder was, ja, 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 ja. Also, ja, das kann man halt machen, wenn man die Technik zuerst baut und nicht so wie wir. Ja. Das Ganze drumrum. Und dann versucht die Technik da rein zu quetschen. Ja. Also dadurch, dass diese Custom-Grafik hier angezeigt wird, denke ich, da oben ist es wirklich entweder eine alte Version der Map, weil dort oben ist da eigentlich schön Freizeitpark steht. Aber schön, dass da oben steht, da kommt noch was hin. Gefällt mir. So Boxlager. Auch sehr, sehr schön gemacht mit dem Detail hier oben, mit dem Design. Ja, 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 stimmt. Huch. Erstens Schlüssel für 2 Emeralds kaufen. Och, ist das teuer. 1 Emerald ist Pfand. Okay. Nun kannst du das Schließfach mit dem Schlüssel öffnen. Nach deinem Besuch bitte die Kiste leeren und den Schlüssel zurückbringen. Für die Rückgabe bekommst du 1 Emerald zurück. Schlüssel, Vergabe und Rückgabe. Okay. Fer- und Rückgabe. Kein Durchgang. Schließfächer. Kann ich mit denen jetzt meinen. Wo kaufe ich mit denen jetzt meinen? Na, da war der Schlüssel Fergabe. Ach so, ach, blöd. 2 Emeralds. Na los. 2! Jetzt kannst du noch den zweiten reintun. Okay, klar. Oh, nice, ich habe einen Schlüssel bekommen. Wo kam denn der her? Habe ich nicht gesehen. Ob der ins Inventar gegeben wurde mit dem Command-Block? Nee, das hat Peng gemacht. Das klang wie so ein Spender. Also 1. Aber schön mit dieser Bitte-Warten-Lampe, das gefällt mir sehr. Ja, ja. Ja. Ah, aus dem Boden kam er raus. Okay. 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 Was habe ich denn für ein Schließfach? ID 20. ID. Ja, wie komme ich jetzt? Schließfach 20. Und wie kann man das verschließen? Warte mal. Zweitens, du kannst das Schließfach mit dem Schlüssel öffnen. Warte mal. Kann ich das sonst nicht öffnen? Ha! Ja. Ich muss den in der Hand haben. Hä? Wie hast du das gemacht? Na, ist das nicht auch normal? Nee, es ist nicht. Nee, ist überhaupt nicht normal. Goldener Apfel, den tue ich da jetzt rein, so. Das ist überhaupt, das ist ja krass. Oh. Das sind ganz normale Truhen. Da wage ich doch mal einen kleinen Blick. Huch.
kommt man denn... Wie Sie sehen, sehen Sie nichts wahrscheinlich. Dahinter ist aus... Wie kommt man denn... Okay, das betrifft uns wahrscheinlich nicht. Das ist irgendein Ausgang von irgendwas. Das sollen wir vielleicht noch gar nicht sehen. Trotzdem... Das ist bestimmt da... Nee, das sind die... Hä? 7 bis 1? Ach so. Nee, das ist von hinten nochmal. Das ist ganz normale. Hä? Das sind irgendwelche Custom-Items. Die haben keine Steuerung und keine nix. Ja, ja, wahrscheinlich kannst du die mit einem bestimmten Item... Die haben das irgendwie modifiziert, das Zeug. Deswegen auch dieser ID-Name. ID... Ja. Was. Ja, ja. Nice. Nice, sehr gut. Was ist, wenn ich jetzt den Schlüssel ins Schließfach reintue? Warte mal kurz, da ich klone mir den mal. Oh, jetzt habe ich ihn 64 Mal, na gut. Ich mach. Das ist sicher. Ich probiere das mal. Ja. Ja, dann hast du es verhauen. Oh, kritischer Punkt. Muss man negativ auf der Liste anmerken. Ja, übelst negativ. Also, also nach dem Anfangserlebnis, da möchte ich die Map eigentlich schon gar nicht mehr spielen. Okay, gut. Gut, los geht's. Ich glaube, hier kommt man dann ganz zum Schluss vielleicht wieder raus. Mann, weiß weißt nicht. Du? Dann gehst du hier raus, kannst du gleich zu deinen Schließfeldern gehen, nimmst dir alles mit und dann kannst du hier raus. Bedienen. Weil, wir können gleich mal gucken, ob's hier... Ja, weil hier gibt's nämlich keinen Ausgang, oder? Nee, doch, das könnte ein Ausgang. Ja, das ist der Ausgang. Da weiß ich's nicht. Tja. Werden wir sehen. So. Was ist Eingang A, Eingang B? Was ist das jetzt hier? Akzeptiert wird Eintrittskarte oder Smaragd. Spartipp! Ja, wir können, glaube ich, beide Eingang B nehmen. Mhm. Ja. So. Neuer Besucher, dann setz dich bitte in das Minecart. Oh, dann geht's los. Das ist bestimmt eine Besichtigungstour. Ah, du kannst drüben. Achso, nee, du hättest auch den anderen Eingang nehmen können, damit wir gleichzeitig reinkommen, weißt du? Jeder einmal geht da drüber und der andere dort. Das sind jetzt einfach zwei Eingänge. Das wäre ja sonst ein bisschen. Oh, das ist cool. So, setzen wir uns gleichzeitig rein. Ja. 3, 2, 1. Oh, bitte warten. Holala. Ich fahr schon. Oh, ich bin hier auch hinter dir. Herzlich willkommen im Redstone Freizeitpark. Aber dies ist cool eine gemacht. Kurze Einführung. Bitte nicht aussteigen. Cool, wie das gemacht ist mit dem Schwarz rundrum. Cool. Das ist mit dem Wasser. Oh, hi. Hi. Das ist ja, so mal, nicht drängeln, ne? Fahrt dauert circa eine Minute. Ah, hier die Sklaven. Ja, ja, ich sehe schon. Also, falls wir ein Großprojekt mit Joker. Mit dem Team Dark Blum unter der Leitung von Syracuse 144. Ich erwartet ein gewaltiger Fahrzeug mit vielen Attraktionen. Hier läuft alles bis 100% mit Redstone. Commandwerke wurden zwar zum Bau benutzt, aber anschließend wieder entfernt. Ah. Ach so, haben sie das mit den Custom-Truhen gemacht, mit irgendwelchen Command-Dingern, naja. Der Park ist in Themen unterteilt. Es gibt die Themen The Woods, Wild Western, Ice Hills und Underground. Whip the Joecraft. Das Park steht der Ticket-Shop von dort aus. Kannst du zu jedem Bereich gelangen, Folge da. Schau doch um, der Park verfügt. Alles weitere findest du im Park-Guide. Cool, danke. Oh. Nice, du kriegst auch einen. Ja. Oh, das ist schön. Das ist echt sehr schön. Das ist gut gemacht. Warte mal, ich will mal in den Parkguide reingucken. Ja. Der Inhalt wird noch eingefügt. Oh no. Oh. Aber was hast du getan? Vielleicht sehen wir hier noch gar nicht alles von der Map. Vielleicht sieht das hier komplett anders aus, wenn die... Wenn in der aktuellen Version. Hm. Ich habe jetzt nicht nochmal eine neue Version runtergeladen. Sonst mache ich das vielleicht einfach mal und pausiere die Aufnahme kurz und schaue mal, ob es einen Unterschied gibt. Ja, mach das mal. Und wenn es keinen Unterschied gibt, dann machen wir einfach ganz normal weiter. Ihr merkt nichts. Und wenn ja, dann ist ab nach dem Schnitt die neue Map drin. Okay, gut. Gut, dann warte, bis gleich. Ich komme mit der Maus nicht raus hier aus dem... So, bis gleich. So. Die Aufnahme läuft jetzt wieder? Jawohl, die läuft wieder. Ja, ich habe gerade mal die Welt runtergeladen und geguckt und selbst in der aktuellen Vollversion. Dass wir nichts feststellen. Es ist nichts anders und die Musik ist gerade ein bisschen laut. Also wir hoffen sehr, dass das passt so. Wenn nicht,
schreibt es bitte in die Kommentare und dann spielen wir es halt nochmal. Da spielen wir es halt nochmal. Ja. So. Die Musik ist manchmal echt etwas penetrant, muss ich zugeben. Parkplan auf Map in Item Frame. Parkguide. Bitte nehmt ihr hier ein Parkguide und gebt mir. Ja, das haben wir ja schon, ne? Was ist denn das andere? Parkplan. Gut, ja. Der ist der gleiche, okay. Ausgang zum Park, okay. Ticket Shop, hä? Die Attraktion. Glasier oben auf dem Berg, was? Glasier oben auf dem Berg, was? Ne. Schau doch für Bahn. Werden wir sehen. Okay, hier kann man sich nochmal Bahnkarten holen. Ach so, das ist jetzt intern. Da kann man sich nochmal nachholen sozusagen. Genau. Alles klar, gut. Wir haben ja aber so ein Kombi-Tagesticket. Ja, wir sind ja fancy. So, gehen wir jetzt mal in den Park hier, du langsam mal. Ah, das ist ja, ja. Was? Da geht's ja, glaube ich, hier, das ist doch dann der Ausgang dort. Da stand man ja vorhin, oder? Ja. Ja. Zum Zoopark und Hotel. Wow. Privat. Da gehen wir doch mal rein. Das mache ich jetzt auch gleich. Parkbahnstation habt. Ach, es gibt auch eine Parkbahn. Es ist so viel! Warte mal, wir müssen das strukturiert machen. Ja. Ja, jetzt gehen wir wieder hier. Sind wir gerade hochgekommen. So. Sonst ist das nicht immersive. Kompass aus, so. wo muss ich hier nochmal jetzt? Ich Quest, muss vor allen Dingen Quest, mal was. Questbuch. Du hast jetzt die unglaubliche Möglichkeit, die Zuschauer 30 Sekunden, 15 Sekunden zu unterhalten. Ab jetzt. Warum? In 15 Sekunden. In 15 Sekunden wird dieser Mann sich was zu trinken holen. Ich gebe ihm 2 Minuten. So, dann bin ich wieder. Das geht gar nicht. Wir haben geschnitten. Wir haben nicht geschnitten. So, weiter geht's. Wollen wir trotzdem hier lang gehen oder wollen wir das zum Schluss machen? Weil das sieht so endgültig aus hier. Ja, man läuft ja so und so immer drüber, aber weißt du, was man hier resettet? Ist eigentlich egal. Man kann sich hier frei bewegen. Hä? Da ist irgendwas. Was ist das? Da bewegt sich was. Lauf mal. Huch. Das sind Biber. Wie cool. Oder kleine Erdmännchen. Ich glaube, das sind Biber, weil der eine Baum ist umgefallen. Der eine Baum ist umgefallen. Deswegen ich bin aber hier noch was drüber gelaufen. Das ist dieselbe Animation. Das ist alles cool. Oink, 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 oink. Sag mal. So, warte doch mal, wo gehst du denn schon wieder hin? Wir müssen das strukturiert machen, Mann. Okay, ja, ja. So, hier, zum Zoo, Park und Hotel. So, da gehe ich jetzt rein. Okay. Nice. Schildkröten! Wo? Da! Ja. Süß. Wow. Das ist wirklich hübsch hier. So, jetzt geht's schon los. Hotel. Ja, ja. Guck mal, das da oben ist eine wirkliche Uhr, ne? Denke ich. Das ist eine funktionierende Uhr, denke ich, dort auf dem Hotel. Die zeigt gerade unten. Jetzt ist es um. Ja, oh, jetzt ist es gerade weiter gerutscht. Es ist gerade weiter gerutscht. So ungefähr. Stand gerade auf um 6. Ja, ich weiß schon. Ich hab's doch gesehen. Krass. Okay, keine Ahnung, wie sowas funktioniert. Keine Ahnung. Boah, also die Details. Oh! Ich glaube, das ist aber nicht geplant. Das ist einfach nur Deko. Aber es passiert halt einfach. Das ist. Nee, das soll garantiert nicht so sein. Ah, Minuspunkt. Fuck. Man kann hier natürlich auch überall runter. Ja, nee, aber nee, jetzt wir gehen ganz normal, so wie das normale Menschen auch. Parkverwaltung. Ich will aber mal in das Privathäuschen auch rein. Ja, aber jetzt noch nicht, Mann! Ach, guck mal, da drüben sitzt ein Piepser. Guck mal, da drüben auf dem Holz, in dem Baum. Da
Da geht die Schiene, die Schiene geht ran. Ich will da hin. Nein, jetzt nicht. Ich kann nicht hin. Ich kann nicht hin. Hier ist eine Wand. Ha. Ha. Ah. Das ist eine Eule. Süß. Das ist wirklich sehr süß. Okay, jetzt aber zurück. Parkverwaltung. Kein Zutritt. Nur für Personal. Komm ich da mit meiner Special-Karte rein? Was? Was einsortieren? Achso, das ist eine einsortiert. Oh, ja. Oh. Oh. Oh ja, das muss ich. Da habt keine Ahnung, was das hier ist. Das Sortiersystem, oder was? Das ist ein großes Sortiersystem offenbar, ja. Ah, ich Lager, wette, da kommen Pausenraum die. Pausenraum und Überwachungsraum, Ausgang vor. Hier kommen die Karten wieder rein, glaube ich. Oder werden hier gespawnt oder wieder abgeholt? Nee, das oder? Ist ja. Kekse! Okay, Finger weg. Hier gibt's. Oh Gott, hier, ich spreche schon mal. Guck mal, ein schönes Detail, was ich jetzt gerade noch gefunden habe. Hier hinten, guck mal, dieser Blumentopf. Das sind Rüstungsständer. Das sind Rüstungsständer mit irgendwas unten dran, ganz oft hintereinander. Na, mit Lederrüstung, oder so wie es aussieht? Huch! Das sind Lederstiefel, glaube ich. Aber wie haben die so ineinander gekriegt? Mit Pistons so aufeinander geschoben? Klolette. Oh. Antworte mir jetzt, Mann. Weiß nicht, wahrscheinlich. Nee, kann man auch. Klorolle. Oh, Luxus gut. Ach, das sind einzelne. Ah, das sind Klos. Auch das hier vorne. Hä? Was denkt man denn sonst bei Klolette? Nee, hier vorne, das hier vorne. Was ist das denn? Oh, Ender Chests. Okay. Oh. Okay. Dusche zu den Einnahmen. Dusche? Dusche. Ja, das kann man aber mittlerweile eleganter lösen. Siehe unsere Map. Ich finde das hier sehr elegant. Nee, oh, ja, man Alter, ja die ganzen Duschen bei uns einzubauen. Ja. Und ich hatte nicht Einnahme. Viel Platz. Aber es geht, guckt euch an. Okay. Aber okay, das ist ja hier, wir dürfen ja überhaupt nicht sein. Wir sind ja hier total illegal. Oh, du passt schon. Kontrollgang. Was ist das denn hier? Lager, Pausenraum und Überwachungsraum. Ausgang vor dem RFP. Ich habe solche RFP-Dinger bekommen hier. Zugänge. Ja, guck mal. Cool. Die Öfen hier. Oder Schubläden. Ja, die Schubläden. Die habe ich aber, glaube ich, auch auf unserem ja, die Level 1, bei uns 2 Mal auch verwendet oder so. Überwachungsraum. Überwachungsraum. Was? Überraschungsraum. Ah. Lol. Das finde ich cool. Und so. Ein Drucker. Das ist ein Drucker. Wie haben sie das gemacht? Das sind zwei Helme. Ist das auch zwei Helme und ein Schnee oder ein Teppich. Cool. Cool. Mit so, sehr gute Idee. Mit Custom-Blöcken halt, ja. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Hier würde ich mal noch kurz reingehen. Schlüsselkarten. Das sind diese Schlüsselkarten, diese AFP-Operator-Karten, genau. Karte nicht vergessen. Ja. Okay. Habe ich übelst hässlich wieder hingesetzt, die Tür. Aber das ist ein übelstes Labyrinth hier. Ja. Wow. Ich weiß überhaupt nicht, wo sind wir denn hergekommen? Daher. Herr Dusche, ne? Okay, das haben wir jetzt gerade natürlich. Nee. Das finde ich falsch. Hilfe! Hier. Oh. So, also, jetzt. Gut. Hotel. Ach, warte mal, kurz, halt mal kurz. Ich hab hier so eine Tür. Ich will dir aber die Tür nicht Danke. Haben.
Hotel Zoo Wassermelone. Ah, schöner Brunnen. Der ist viel schöner als unserer. Na, pssst! Nicht solche Sachen sagen im fremden Review. Bist du des Wahnsinns? Ich hab gesagt, der ist viel schöner als unserer. Das unser ist der schönste Brunnen. Ja, auf dem Gustav-Dahl-Platz? Nicht so. Ja, also komm, das liegt ja nur am Gustav-Dahl-Platz selber. Ja, das stimmt. Das stimmt wirklich. Wir konnten es gar nicht anders machen. Oh, ich kann die Schildkröte streicheln! Ah! Ich hab's geahnt, dass du es machst. Ich wollte es nicht, weil jetzt setzt du nämlich so einen komischen Kopf hin von dir. Das wollen wir nie haben. So. Habt ihr einen Park Center? Nee? Hotel? Tierpark. Ach so, Tierpark? Okay. Nee, okay, das ist einfach nur eine Apostenose. Ach shit, wie heißt das Wort denn? Apostyopesis. Hm, genau. Okay, alles klar. Dann. Ich hab meinen Kopf verloren gerade. Was soll das denn nur wieder hier? So, Wassermelonenhotel. Guten Tag. Guten Tag. Huch! Da fallen Sachen runter. Ja, zur Melone halt, ne? Oh, da kam Melone. Ja, thematisch sehr passend. Fun für Hotelschlüssel Einwurf. Aha, okay. Hier Schlüssel einwerfen und kurz warten. Aha. Okay, ich bin verwirrt zu den Zimmern. Petzenstudio, was? Hier kommt eine Karte heraus. Das Studio befindet sich oben im Hotel. Karte. Ich will eine Karte haben, ich will, was auch immer das Petzenstudio ist. Das Petzenstudio ist bestimmt Beobachter. Petzenstudio-Karte. So, hier Schlüsselausgabe. Schlüsselkosten, 3 Smaragde. Der Schlüssel ist eine Leihgabe, für die Rückgabe gibt es 2 Mal. Was hast du gerade gesagt? Ich höre eine Kuh und ein Esel. Kosten, okay, alles klar, hinter der. Zurück, aber die Theke hinter dir benutzen. Alles klar. Markt erkannt. Aha! Das ist ja gut gemacht. Pass auf jetzt. Es geht los. Mhm. Ja, sehr gut. Wie ein Mann. Hä? Muss ich das einwerfen? Man muss es doch so machen. Du hast mal einen rein. Rein, ne? Ja, ich will bloß mal kurz gucken, ob das funktioniert. Ja, es Markt erkannt. Jawohl, wie das funktioniert. Zack. Wie hast du den jetzt bekommen? Ich habe noch keinen Schlüssel, ich warte noch. Achso. Ah, da kommt der Schlüssel daher. Wow. Und das habe ich Zimmer 14. Das ist Magie, ist das. Okay. Na dann. Ich hätte gerne das Zimmer 127. 33 habe ich bekommen. Wow. Okay. Wie viel? Moment mal, gibt es wirklich so viele Zimmer? Vermutlich was. Das wäre ja der Wahnsinn. Ich habe mir noch so ein Petzen-Ding geholt, wenn du möchtest. Ah ja. Einer. Boah, ich lasse das mal hier so drin. So, zu den Zimmern. Okay, ich habe meinen im ersten Obergeschoss. Willst du erstmal mein Zimmer mit angucken? Mhm. Oh, schön hier. So eine Minensituation. Da kommt er doch aber rein. Da unten ist eine Tür. Mhm. Zimmer 14. Die Technik kommt mir doch sehr bekannt vor. Müll. Ja. Minibar, 8 Melonen. Das ist ja ein phänomenaler Ausblick. Guck mal, ich kann bis zum Horizont und drüber hinaus gucken. Ich hol mir Melonen gerade. So, was, wie, wo, wa, ja. Über den Horizont raus. ein Schrank, wie cool. Ja, mach's gut, ne? Ich liege. Kann die Tür nicht mehr aufmachen. Wirklich nicht? Nee. Geht nicht. Tschüss. Oh Mann, was hast du getan? Ich habe nichts getan. Du hast dich selber eingesperrt.
Hä, wie das denn? Ich kann das jetzt... doch, es geht. Hä? Okay, war gerade seltsam. Ah, das gute Klo, jawohl. Ah, ich finde das cool, dass das so ein Kleiderhaken... Ach, das ist auch mit einem Helm, oder? Dass das rot und blau ist, oben das Wasser. Oh, wow, ja. Ein Wasserhahn. Cool. Gute Idee. Eine gute Idee ist das. Mit dem Abfluss ist es auch schön gemacht hier. Sehr, sehr gut. Ah, ich ertrinke, ich ertrinke. Ertrunken in der eigenen Dusche. Whipped Buschbohne. So, okay. So, mein Zimmer. Was hast du für Zimmer? 33. 33. Ist das? Oben bestimmt. Huch, wo geht's denn hier lang? Ah. Das ist eine Lounge. Das ist ein Billardtisch. Cool. Hä, wie haben sie denn das gemacht? Da guckt das sind Schilder. Durch. Ja. Ah! Wow! Wo sind die Bälle? Nee, sehr schön. Sehr cool. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Oh! Wasserflasche. Cool. Ah! Das ist sehr schön gemacht mit der Fensterscheibe hier unten. So. Gut. Oh, das ist ein Fernseher. Ah. Aber ohne Bild. Ist voll lame. Ja, der kann ja auch nicht die ganze Zeit laufen, ne? Corona. So, ich bin sogar im dritten Obergeschoss, also hier in der zweiten Etage sozusagen. Boah, hier guck mal, Terrasse. Was denn? Ist an der Terrasse vorbeigelaufen. Ach cool, mit den Schirmen. Raketenshow, Raketenshow, wenn dann überhaupt. Nur in der Nacht möglich. Na dann. Wie durch Zauberhand ward es plötzlich Nacht. Alter, guck dir mal die Türme an. Die sehen richtig gut aus. Oh, wow. Die hat so ein bisschen pagoden-chinesisches Flair. Das erinnert mich ein bisschen an Gerocraft. Mhm. Inspired. Das mit der Uhr ist echt cool. Das mit dem Glockenturm. Mm, ja. Sehr schön, sehr, sehr. So, soll ich hier mal einen Knopf drücken? Wollen wir die Raketenshow mitnehmen? Ja. Na dann. Huch, wo? Ah! Macht das bei dir Sounds? Ja. Bei mir nicht. Ah, oh, schön. Das sind aber immer die gleichen Muster, ne? Ja. Hallo? Na und? Aber was mich persönlich ein bisschen stört, darf ich anmerken, diese Wand da drüben. Ja, in der Tat. Man aber guckt vielleicht auf so eine glatte Wand da drüben. Das geplant, gefällt mir dass nicht man die, so. Dass man die im der fertigen wird dann nicht mehr. Kann das sagen? Aber so wie ich es sehe, die Zimmer sind weitestgehend Standard. Ja. Ich will jetzt trotzdem in meinem Zimmer. Es ist Nacht, ich will schlafen. Okay. Jetzt warst du schneller. Na. Was? 31 bis 311. Das ist ja eine Riesenetage. Das so. Bezweifle ich. 29, 33. Ja, ist ungefähr gleich. Ja, ist gleich. Identisch. Macht aber nichts, ist trotzdem schön. Ja, ist trotzdem ist cool schön. Mit den. Ach, mit den Stufen und dann so ein Glowstone da dran. Ja, schön gemacht. Was? Die Lampen. Achso, ja, 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 ja. Fällt mir. Ja. Okay. Mal noch eins hochgehen. Ja. Ich würde ja gerne, ganz gerne mal auch Eingang Petzen studieren. Haha, jawohl. Sieh da um. Zack.
Hetzenstudio. Ich habe auch zu lange kein Minecraft mehr gespielt. Kasse ist zurzeit nicht besetzt. Umkleidekabine 1, Herren um. Was? Kursschein wird ausgehändigt. Ich bitte kurz mal. Kursschein? Frauenklolette, Herrenklolette. Aha. Gibt's dann bei den Herren auch ein Pissoir? Nein. Was haben wir denn hier? Laufbahn. Wo bist du denn? Ich bin noch in den Toiletten. Was passiert hier? Es lag. Das war ein Laufband. Aber es ist für mich gelaufen. Ich bin nicht gelaufen. Es ist schon draufgestellt, dass ich nicht. Das ist wie mit Rollschuhen auf das Laufband. Das ist also wie hier so ein Gym. Bam! Bam! Bam, bam! Oh! Ich bin so stark! Ja! Du bist echt viel zu stark. Lagerraum. Achso, das ist einfach nur so. Ah, okay, gut, okay. Verstehe. Zuerst hast du mit der Eisentür zerkloppt. Ja, ich bin so stark, ich brauchst du so lange. Ja. Das finde ich sehr, sehr schön mit diesem Gewichtheben. Ich habe ja das Kreuzfahrtschiff, also im Moment gucke ich ja noch das Bauen des Kreuzfahrtschiffes und da kommt mir das eine oder andere doch etwas bekannt vor. Aber das hat er ja im Video auch, der Großmeister hat das ja auch sich hier abgeschaut, ja. Okay, du machst schon wieder Relaxing hier? Ja, na, nach so einer harten Gym-Session. Den Boxsack einfach zertroschen hast. Okay. Gut. Das war das Hotel mit Raketenshow. Sehr schön. Gibt's ein Schwimmbad? Wo? Die Frage. Als Hotelgast würde ich mir ein Schwimmbad wünschen. Was ist denn hier? So da unten. Was hast du gesagt? Du dein Hotel wünschen. So, bitteschön. Und das System überprüft, ob es ein Hotelschlüssel ist oder nicht. Gut, dann werfe ich mal was anderes ein. Ja, bitte. Dann kommt jetzt mal, kommen 4 Melonen mal rein. Wo ist denn die her? Aus meiner Minibar, tatsächlich. Ah, okay. So, na, kein Hotelschlüssel. Und, was passiert damit jetzt? Kriege ich das wieder? Ich hab's schon wieder ausgeworfen. Oh, das kommt in Müll. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Oh, schade, jetzt habe ich gerade 4 Millionen verloren. Na gut, okay, berechtigt. Ich würde aber trotzdem den regulären Weg vielleicht lang gehen. Ja. Ja. Okay. So. Achso, da haben wir ganz einfach bloß hier lang. Okay. Achso. Okay, ja. Mülleimer. Das finde ich sehr gut, dass es hier überall Mülleimer ja, gibt. Ja, finde ich auch sehr gut. Da kann man zum Beispiel seinen Fitnessgutschein loswerden. Genau. Brauchen wir nicht mehr. Da war so Mini. Wieso Mini? Bist du schon wieder hin? Ja, also ich bin ganz willig. Das soll so sein, oder? Jump and Run Minigames, cool. Aber ich will jetzt erstmal hier einmal spritzen. Ja, toll. Es ist ja atemberaubend. Willst du nicht auch mal? Wow! Wahnsinn. So eine Wassersprühe. Aber sowas war als Kind cool. Okay.
Jumped One oder Toe? Jump and Run. Jetzt mach ich mal hier. Bitte hier Ticket einwerfen. Ticket. Zack. Okay, was Huch! Mann! Das ist gerade nicht passiert, okay. Einmal. Nur das kann. Ah, Jump'n'Run. Oh. Verloren. Ich bin vor allem nicht gerannt. Ach ja, oh, scheiße. Oh. Ah. Ja, das. Ah, shit, man kommt nicht mehr hoch, oder? Regulär nicht, nee. Doch, kommt man. Oh, warte mal. Alter, das ist schwer. Das ist schwer. Oh. Nein, es laggt! Ja, es laggt ein bisschen das. Oh nein, oh, ich drücke mal. Ah, gleich der nächste Minuspunkt hier, sind wir schon bei 3. Wir haben auch so ein Ding, was übelst schwer und unmachbar ist. Nein! Ach Mann, oh, ich war doch drauf! Unser Leben meinst du? Deep Talk. Man muss gleich Shift drücken. Scheiße, bin ich drüber gesprungen. Ach Mann! Weißt du, an was mich das da oben erinnert? An Takeshi's Castle. Kenn ich nicht. Es gibt in Takeshi's Castle so ein Jump and Run, wo man oben so ein Vieh ausweichen muss. Blödes Shift, ich drücke mal drauf, Mann. Ach, jetzt habe ich zu früh drauf gedrückt. Weg! Nein! Oh, Mann! Gibt's doch nicht. Ach. Bin echt zu dämlich dafür. Ich hab da ein Lama gehört. Ja, schon die ganze Zeit. Fehlt bloß noch der Händler. Aber man muss Shift früher drücken, als man denkt. Shift! Oh, es hat wieder nicht geklappt. Also ich bin jetzt hier. Ha! Hin? Ah, die Leiter springen. Gott, ja, dann bitte schön. Wir müssen da den Eingang rein, bestimmt, ja. Dann lass ich dir mal den Vortritt. So, pass auf, jetzt zeigt dieser Meister. Alter, nein! Okay, so, jetzt darfst du. Ich möchte speichern. Ich war fast oben. So, hier geht's weiter. Hä, und jetzt? Der Boden ist Lava. Es wäre so cool, wenn sie wirklich Lava hingemacht hätten. Wow. Na los, jetzt warte ich erstmal. Okay, das ist wirklich sackschwer jetzt, was da. What? Geht das überhaupt? Man kommt hier nicht wieder hoch, man muss oben auf den Dingern landen. Man kommt sonst nicht wieder. Okay. Oh Gott. Oh, ich war drauf. Hä? Ich bin bescheuert. Eigentlich das. Oh. Ach, scheiße, aber ist es. Aber hä, wo geht's denn dann? Na, da oben rein, über dir. Ach, da ist ein Gang. Okay, den hab ich nicht gesehen. Ja. Man kann sich mit Shift nicht retten. Man kann sich da oben drauf nicht shiften. Ja, man braucht eine Punktlandung, so wie das jetzt. Und dann. So! Gesehen? Nö. Hey, ich bin nochmal grad bitte. Weg! Ich muss da hin.
komm jetzt. Wow. Wow. Danke, vielen Dank. Ja, okay. Das... Ach so, jetzt verstehe ich, was hier der Witz ist. Springe über die Minecarts. Oh. Die sind aber schon vorbei. Die sind die ganze Zeit. Die werden durch irgendwas getriggert. Die sind die ganze Zeit da schon gefahren vor uns. Echt? Ja, ja. Bei mir nicht. Das ist das, was er da sagte. Das erinnert mich an Takeshi Castle. Oh je, ich möchte speichern. Man hat das Bedürfnis zu speichern. Also wir haben Sie haben uns vorgestellt, jetzt sind gerade hier die Minecarts angekommen. Aber eine coole Idee, warum sind die jetzt nicht gefahren? Das ist eine sehr coole Idee, aber oh, es ist sackenschwer. Oh. Ciao. Kann man da drauf shiften? Ja, kann man. Ja, kann man. Ja, oder man lässt es ganz bleiben. Man darf nicht Shift gedrückt halten, wenn man springt. Och, Mann. Alter. Du Sack. Nein, ich mach dich wieder zurück. So. Jetzt müsstest du eigentlich... Ja, aber... Ah, okay. Bist du wieder creative? Ja, ja. Oh, was darf man nicht mit Shift machen? Du darfst nicht, wenn du abspringst, Shift drücken. Ach, das ist doch... Ah. Das aussieht... So, das habe ich jetzt geschafft, so. Ah. Tür öffnet, sobald die Aufgabe links erfüllt wurde. Buxiere die Minecarts in die Ziele. Nutze die Taste Shift. Shift. Jeder eins, okay? Halt, stopp, stopp, Moment. Was? Was muss ich machen? Die Minecarts in die Ziele buxieren. Ja, welche Ziele denn? Was sind denn die Ziele? Das hier hinten, wo die Schienen einfach sind, okay. Und Lampen. Gut. 3, 2, 1, los. Nutze die Tasten Shift. Warum geht denn das Jawohl. So scheiße? Oh, was? Cheater. Das war dein Song. Oh. Oh nein. Oh nein, man muss drüber springen, wenn man drin landet. Ich renne. Ah, das ist echt bescheuert. Ganz schnell vorbei. Jawohl. Der gute Altweibersommer. Und unten noch Seelensand. Ja. Hey Leute, was habt ihr für lange Gesichter? Na, wer kennt's? Wer kennt's nicht? Mr. Banana Face. Ziel! Was? Was? Wenn Fackel an, bist du zu langsam gewesen. Ach, was soll denn das? Hä? Man muss das in einem gewissen Zeitlimit schaffen. Ja, da war ein Timer da unten. Ey, wir waren doch übelst mega schnell. Ich hab sogar die Wolle zur Box. Hä, hey, ist ja das war doch was ganz anderes. Ja, und? Oh Gott, oh Gott. Okay. Kommst du auch zurück? Ja, ist gerade der Zug angekommen. Hulala. Ah. Schön, schön. Ja, der hat mir auch gefallen. Boah. Ja, das hat ja nicht so doll funktioniert. Der Eisbär kommentiert es mit einem.
Vielleicht haben wir im Tierpark mehr Glück. Ja, hab ich doch. Saber Zoo. Mini. Ein Ticket. Bahncard 64. Es ist Karte, also ein Ticket. Hm? Ich habe ein ganz normales Ticket eingeworfen. Wurde eingesaugt. Komisch. Aber der Trichter geht so. Achso, ja klar. So, mal kurz checken. Oder gibt es ein spezielles Tierpark-Ticket? Tierpark-Ticket. Hä? Okay, das wird hier offenbar abtransportiert, aber hier ist doch so ein. Warte mal, in den Trichter müsste man mal reinschauen. Ticket, das ist okay. Ich glaube, hier geht der Redstone nicht. Das hat aber hätte eigentlich weiter funktionieren müssen. Guck mal, guck mal, guck mal, geht hier der Redstone nicht weiter? Hä? Nee, nee, das passt. Das passt ja? Alles. Das Sicher? Passt alles. Ja, ja, das passt. Warum? Ja, nee, das passt schon. Die Fackel ist für den Trichter oben drüber zuständig. Nee, aber woher kriegt denn der Redstone hier sein Signal? Damit der Pisten runtergeht. Hier. Das verstehe ich nicht. Von hier. Muss mal durchfliegen, das siehst du. Naja, aber ich bin ja immer noch. Ich versuche ja den Anfang von dem Signal. Hier oben, wo die Fackel dran ist, da ist ein Block, wo du gerade drauf geguckt hast. Da. Und der Block wird von hinten bepowert. Und dadurch kriegt das Redstone unten drunter auch Strom. Ah. Ja, das stellen wir uns jetzt mal vor. So. Wundert mich trotzdem, warum es nicht funktioniert hat. Weil Nacht ist? Kann das sein? Mach's mal Tag. Time set day. Ich gucke mal kurz was. Wiederhole, warte, ich tu mal eins rein. Eigentlich müsste es funktionieren. Nee, auch nicht. Okay. Warum tut es das nicht? Das ist ein ganz, ganz normaler Vergleichsmechanismus. Der im Moment überbrückt ist. Der ist überbrückt. Warum ist er überbrückt? Moment. Ach nee, ist er nicht. Aber die Fackel. Doch, ist er. Jetzt. Probier jetzt mal eins einzuwerfen. Tada! Aber warum war der überbrückt? Why? Tja, vielleicht haben wir irgendwas ausgelöst, was noch nicht fertig ist. Komisch, aber das war wirklich komisch. Eisbären können bis zu 2 Meter groß werden. Und also geht's hier um Robben. Bis zu 3 Blöcke breit, offenbar. Oh, ist das cool! Wenn man hier guckt, dann kann man die schwimmen sehen. Unter anderem sind sie vom Aussterben bedroht. Unter anderem. Wenn sie gerade sonst nichts zu tun haben, sind sie vom Aussterben bedroht. Kragen, ein Oktopoda. Sieht man bloß keine. Lebenserwartung 3 bis 5 Jahre. Gewicht bis zu 15 Kilo. Oh, da ist ein Eisberg gerade geschwommen. Ich hab's gesehen, du nicht. Mist. Cool, schön gemacht. Ja. Schön ja. gemacht. Oh, weißt du, was ist. Das habe ich dir, glaube ich, schon mal gesagt. Was ich übelst cool finden würde in Minecraft. Ja. Pinguine. Ja. Ja. Absolut. Oh, ja, wenn so zwei. Also mittlerweile gibt es ja mehrere Eiswelten, aber wenn es so halt so generell 2 große, sehr unterschiedliche Eisterrarien halt gibt, wo es halt in der einen Eisbären und dem anderen Pinguine gibt, das wäre halt super cool. Oh, ich sehe gerade. Ah, damit der Haze. Ein Lama kann 200 Kilogramm schwer werden. Ein sehr fettes Lama dann aber. Das nennt man Fell. Die sind nicht dick. Beschwert sich schon.
So, hier wird kräftig gefressen bei den Pferden und Esels, Esel. Equus Africanus Asinus. Equus heißt doch Pferd, genau. Und ein afrikanisches Assassinenpferd. Hier steht es auch nochmal bei Pferd. Genau. Equus. Gibt auch ein schönes Stück von Eric Whittaker. Genau, das ist der Esel. Ein Assassin. Ein afrikanisches Assassinenpferd. Der ist fast halb so schwer wie ein Pferd. Also der ist leichtfüßig und kann besser assassinieren. Assassinieren. Aquarium. Ah, das waren ja, die Zeiten, als es noch keine Fische gab. Schön, schön. Ja, da haben wir ja jetzt einen Luxus. Wie ist das gesteuert? Ist das durch ein Minecart gesteuert, das hier rumfährt? Oh. Ja, ist durch ein Minecart gesteuert. Okay. Und auf dem Minecart ist ein Rüstungsständer, das sind zwei Rüstungsständer und an dem oberen ist ein Fisch dran. Okay, ja. 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 Das ist bestimmt ein sehr giftiger Fisch, wenn er hier alleine rumschwimmt. Ja, ja, hier drüben aber auch zwei übelst giftige Fische. Tja, da muss man sich halt zu behelfen. Wissen. Ja. Aber so. Krass. Aber wirklich gut. Also das ist... Schöne Sache. Hier ein Mülleimer, das ist sehr gut. Das ist wirklich sehr gut. Deswegen liegt hier auch nirgendwo Müll rum. Nee. Sieht man ja. Ja. Hä? Ozelot. Ozelot! Leopardus pardalis. Südamerika, bis zu 20 Kilo. Länge bis zu 45 Kilogramm. Oha, was ist das denn? Was? Länge bis zu 45 Kilogramm. Wie ist das? Guck mal hier. Was ist das denn? Was meinst du? Was meinst In du? In dem, wo das Lamm hin und her gezogen wird. Wie makaber ist das denn? Da wird was zum Henker? Das geschorene Lamm an der Leine hin und her gezogen. Alter. Und die Wölfe wollen sie haben. Wo haben sie es gekriegt? Na, es steht zumindest. Huch. Alter. Die haben das Lämmlein gefressen. Was ist denn hier? Wo ist das Lämmlein? Hier, oder was ist denn hier? Hä? Was? Oh, okay. Ach, schreit so. Ich will jetzt einen Eimer haben mit Milch. Kuh, gib mir Milch. Sie gibt mir keine Milch. Was das eine kleine Kuh ist, die gibt doch keine Milch. Mann. Milchmann. So. Ich wollte jetzt Milch haben. Was ist hier? Alter, das waren die Hunde. Was Gruseliges. Boah. Soll das so sein? Hier ist ein Knopf. Oh, ja, okay, das ist nur Deko. Ist mir dezent dunkel hier. Ja. Gruselig, aber ist cool. Das ist bestimmt einfach für die Fledermäuse. Ich denke auch. Das ist aber echt makaber in dem Lamm. Das ist aber so gut. Ist das auch mit dem Minecart befestigt? Stimmt. Ja, ist dieselbe Technik. Mehrere Rüstungsständer da oben drauf, ein umgedrehtes Lamm und. Ja. Oh Mann. Das Lamm. Lustig, dass das klappt, dass die Wölfe da drauf trotzdem anspringen. Ich will raus. Kein Durchgang. Oh, blöd. Tierpark eigentlich. Okay. Bahn. Oh, Tierparkstation. Hotel. Okay, da geht's wieder zurück. Was? Smaragd hier lang? Was? Willkommen im Shop. Ja, Souvenirs. Pokebälle. So geht's. Man wirft dem Verkäufer seinen Zettel mit den Wunsch-Items hin.
Zweitens bezahlt man aber 3 Emeralds. Der Erfolger verkauft die Waren. Aktion kann kurz dauern. Dach plus hat eine Animation dann, der Verkäufer. Der geht dann weg oder so. Nee, ich glaube nicht. Okay, ich will Wunsch. Hauptsache, der Verkäufer hat halt hier, wie heißt das, Kopfhörer drauf. Ja. Ich möchte gerne einen Rubik's Cube haben. Hey! Oh, entschuldige! Bitteschön. Danke. In the Joghurt-Kopf. Ah, wie cool. Oh, Diamantrüstung. Oberteil nehme ich gerne mit. Zum Parkausgang. Okay, so ein Wasserball. Oh ja, da möchte ich einen. Okay, dann werf. Was ist denn hier? Hä? Okay. Dann werfe ich jetzt mal dem guten Herrn meine Zettel hin. Mhm. Also, einmal. Wird jetzt das Richtige hingeworfen. Kleidung blau. Und gekopfte Joecraft. So, bezahlt mit Dry Emeralds. 1, 2, 3. Zack. Der Verkäufer holt die Waren. Nein, ist es nicht das System wie auch in. Der ist wirklich gegangen. Lustig! Alter, wie gut! Oh mein Gott! Wo ist denn der jetzt hingegangen? Der ist, hier. Bei hier, der Joecraft-Kopf. Alter! Das ist ja der Wahnsinn! Das ist wirklich gut. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Ups. Alter, das fehlt in unserem Kaufhaussystem noch. Da brauchen wir keinen Platz mehr, bestimmt, ne? Hallo Leute, ich begrüße euch ganz herzlich hier in meinem Shop. Der Buschbrüll zusammen. Ja. Okay, das will ich jetzt nochmal. Also, die Zettel sind gleich Emeralds, ne? Ja. Ich trinke kurz was. So, jetzt bin ich gespannt, ob er jetzt genau nochmal den Weg abgeht oder anders. Oder halt gar nicht. Hast du... Zettel hast du geworfen? Ah, mit 3 Emeralds immer. Also doch nicht ist gleiche Anzahl. Sorry. Nee, mit 2 Emeralds. Hab ich nicht. Ich hab 3 überlesen. Oh, geht los! Ey, ist dieselbe Route. Ja. Gut. Das ist echt cool. Nee, die ist... Doch. Ja? Ah ja. Ich komme jetzt kurz davor. Hm. Ja, Wasserplanschball! Kannst du vor allen Dingen auf den Kopf setzen, weil das ja ein Kopf ist. Das ist doof. Das ist der beste Schutz gegen Corona übrigens. Ja, ein Plasterball auf dem Kopf. Genau. Hier ist Parkausgang. Wollen wir hier hinten zum. Oder aber zur Bahn gehen hoch? Ja, ich weiß es. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ach komm, lass uns einfach mal zur Bahn gehen. Durchgang für eine Bahnkarte. Bahnkarte. Zack. Ja, okay. Oh Gott. Bitte im Zug sitzen. Ach so, das sind mehrere. Das sind mehrere Plätze. Ah, Zug, okay. Sehr schön. Halt, was geht denn da was hin hier? Zum Losfahren bitte einsteigen und kurz warten. Die Lampenanzeige ist klar.
Zur Weiterfahrt sitzen bleiben. Gleis 2 Zug nach Haupteingang. Zum Untergrund. Nein, ein Untergrund, oder? Machen wir Untergrund. Oben läuft der Timer ab, oder? Ja, ist eine Lichtanzeige. Oh, ja, läuft oder? Ab, ja. Es geht gleich los. Minecarts den nötigen Abstand. Ja, ja. Ist bei mir der Ton weg. Ich hab ja, keinen. Bei mir auch. Das ist wahrscheinlich das Silent-Waggon. Ja, vielleicht gibt es dafür auch ein Command irgendwie, dass das ausgeschaltet wird, tja. Weil das Eisgipfel. Nervt mit der Zeit, wie man das bei uns Ramap auch merkt nach einer gewissen Zeit, Zugfahrt. Ja, ja. Was? Ja, spiel's einfach selber. Hm. Also wenn man hier sitzen bleibt, theoretisch... Ja, wo sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt im Untergrund. Und wenn man sitzen bleibt, fährt man weiter zum Eisgipfel tatsächlich. Ja, aber wollen wir nicht erstmal hier? Ja, klar. So? Hast du gerade schon wieder unsere Map gefixt? Nö, ich habe einfach nur gesagt, dass man lange Zugfahrgeräusche hören kann. Ja, gut, aber ich denke, wir machen trotzdem einen kleinen Folgen-Cut. Ich würde das gerne in Teile aufteilen, diesen okay. Review, weil die Map ist doch sehr groß. Ja, okay. Wir haben jetzt eine Stunde und 16 auf der Uhr. Was? Ja, und da denke ich, da können wir jetzt mal in Folge 1 mal kurz beenden. Ja. Und sehen uns dann im nächsten Teil. Ganz genau. Bis gleich. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.